For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute für euch, ein wunderhübscher Angola-Python. Sieht man nach wie vor echt selten in der Terraristik. Ich finde sie toll. Sie haben auch irgendwie doch deutlich Ähnlichkeit mit Python Regius. Wenn ihr euch mal das Köpfchen anschaut, eigentlich fast ein Königspython-Kopf. Beide kommen sie aus Afrika, aber trotzdem einige tausend Kilometer Entfernung zueinander. Hey, lieb sein. Eine tolle Terrarienschlange, eben nach wie vor wird sie doch selten gezüchtet, selten angeboten. Mir gefallen sie wahnsinnig. Den hier finde ich besonders schön, weil er ein tolles, dunkles Schwarz hat. Und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Wir hatten wieder einen Aufruf gemacht, frag Stefan. Und wir haben jetzt aufgrund von Anregungen von einem von euch uns entschieden, immer gleich wegen so Schwerpunkte zu machen. Also nicht so pauschal, frag Stefan, sondern Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt diesmal war privat. Fragt oder ihr könnt mich irgendwelche privaten Dinge fragen, was ihr schon immer wissen wollt sozusagen. Kamen auch jede Menge Fragen. Danke dafür, für eure Beteiligung immer. Ich fand es relativ wenig sehr private Fragen, hat mich eigentlich überrascht. Also ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, was weiß ich, hat man in deinem hohen Alter überhaupt nur Sex oder irgendwie sowas ganz Persönliches. Aber das war eigentlich alles recht gediegen. Kamen sogar einige Tierfragen dran, die habe ich jetzt mal alle weggelassen. Weil die machen wir mal wieder in einer anderen Frag-Stefan-Folge. Ich habe jetzt einige rausgesucht, die ich einige oder recht spannend fand. Die wollen wir heute für euch durchnehmen. Enterra TV. Hi Stefan, mich würde interessieren, ob du bei dir zu Hause auch Tiere pflegst. Wenn ja, welche? Und musst du für Reisen ins Ausland für Reptil TV alles selber bezahlen oder wird das gesponsert? Im Prinzip ist ja so, das Reptil TV wird bezahlt von der Firma M&S Reptilien, was meine Firma ist. Ich lebe von der Zucht, vom Handel mit Reptilien und mit dem ganzen Zubehör. Und dieses Geschäft bezahlt mein Reptil TV und auch meine Reisen für Reptil TV. Da gibt es keine fremden Sponsoren. Ich hatte auch mal überlegt, ob man da nach Sponsoren suchen soll. Aber dachte mir, besser zahle ich selber. Wenn man einen Sponsor hat, dann muss man wegen nach dem seiner Pfeife tanzen, was ich auch nicht so gern mache. Deswegen zahle ich eigentlich fast alles selber. Und dann noch deine Frage, ob ich Privattiere halte. Reptilien habe ich gar keine. Reptilien habe ich alle hier im Geschäft. Das reicht mir, da will ich nicht am Abend noch nach Hause gehen und meine Reptilien versorgen. Wir haben wieder zwei Katzen zu Hause. Das sind so britisch Kurzhaar. Ich kann mal ein Foto einblenden. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, das sind eher so die Katzen vom Rest meiner Family, also ich mag die auch ganz gern oder sowas, aber da ich eher wegen so Allergiker bin mit Haaren, Allergie und so weiter, ist das jetzt nicht, dass ich derjenige bin, der den ganzen Tag die Katzen schmust oder so. Das macht eigentlich eher der Rest meiner Familie. Terra Chen, wie viele Hausbesuche machst du dieses Jahr noch und welche Richtung werden die gehen? Schlangen, Echsen, Punkt, Punkt, Punkt. Also du meinst, wenn ich Reptil TV bei jemandem zu Hause drehe, das machen wir ja noch gar nicht so lang. Da haben wir jetzt vor einem, weiß gar nicht, halben Jahr aufgerufen. Wenn ihr tolle Tiere daheim habt, sagt Bescheid, komme ich vorbei, drehe bei euch. Das macht echt Spaß, finde ich super. Das werden wir sicherlich beibehalten oder vielleicht ausbauen. Hängt eigentlich immer davon ab, wer sich meldet. Leider kann ich nicht durch ganz Deutschland fahren, um einen Nachmittag zu drehen. Das erlaubt fast meine Zeit und mein Budget nicht. Also muss es irgendwas hier im süddeutschen Raum sein, um das zu machen. Wie viel da noch kommt, weiß ich noch gar nicht. Zwei, drei Sachen habe ich noch im Petto im Moment oder Personen, mit denen ich schon mehr oder weniger was ausgemacht habe. Da kommen echt noch schöne Dinge. Aber müssen wir mal abwarten, was da die Zukunft bringt. THKW 6669, by the way, also diese komischen Namen, ich glaube, das hat irgendwas mit YouTube zu tun.
Ich lese einfach so vor, wie sie sind. Ich weiß, dass ihr sicherlich nicht so heißt, aber so blendet es mir YouTube ein. Was war das schlimmste Erlebnis in Verbindung mit Reptilien? Also so direkt mit Reptilien fiel mir gar nichts speziell ein. Was ich im Moment recht belastend bin und was in dieses Umfeld reinfällt, Brian Barczyk ist wirklich schwer krank, hat Pankreaskrebs. Brian Barczyk, USA. Dann gibt es den Darren Biggs, Crystal Palace aus London, ist gerade auch wirklich schwer krank, auch krebserkrankt. Das hat natürlich nichts direkt mit Reptilien, aber mit meinem Reptilienumfeld zu tun. Ne? Das sind Sachen, die mich vielleicht belasten. Man wird älter. Ne? Ich mache jetzt seit über 30 Jahren Reptilien oder 35 Jahre. Man kennt wahnsinnig viele Leute dadurch. Man kennt weltweit Leute. Und mein Eindruck ist, wenn man jung ist, dann ist eigentlich alles okay oder dann gibt es so Sachen nicht. Und man wird älter und entsprechend wird auch der Freundeskreis älter und plötzlich kommen so Dinge, dass Menschen aus dem Terroristikumfeld sterben oder schwer krank sind. Also die zwei genannten werden nicht sterben, die werden sicher das besiegen. Aber das sind Dinge, also das ist das, was mir in dem Moment auf deine Frage eingefallen ist, was ich da am schlimmsten fand, ist einfach sowas. Der Mirko Hoberg. Hallo Stefan, bist du Star Wars-Fan oder Star Trek-Fan? Das kann ich dir beantworten. Ich bin weder noch Fan. Ich habe es nicht so. Also ich war mal in einem Star Wars-Film, das ist jetzt aber auch schon über 10 Jahre her, da kam auch wieder einer raus, ein Riesenhype. Bin ich mit meinen Kids damals reingegangen, Sonntagmittag, Samstagabend waren wir ein bisschen feiern, am Sonntagmittag mit den Kids in Star Wars, weiß gar nicht mehr, welche Episode es war, und ich bin nach einer Viertelstunde eingeratzt und der war eh so ewig lang, ich glaube 2,5 Stunden, also da habe ich schön mein Mittagsschläfchen bei Star Wars verbracht und als er rum war, hat meine Tochter mich aufgeweckt und gesagt, Papa, wir können gehen. Ist tatsächlich so, dass ich bin, also als Kind oder Jugendlicher, da hat man schon, ist man ja schon Fan für diese ganzen Hollywood-Streifen, Star Wars oder jetzt auch Marvel und was es alles gibt. Aber alles irgendwie nicht so meins gerade. Also es ist ja nicht so, dass ich nur Dokumentationsfilme anschaue. Es gibt auch wirklich tolle Spielfilme oder es gibt auch tolle Hollywood-Filme. Tom Hanks Filme fand ich schon immer recht cool, so die unterhalten mich. Oder auch der Titanic-Star hier, der Flo, hilf mir, Leonardo DiCaprio, der hat mal das, also Titanic hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, also war ganz nett, den Blood Diamonds hat der DiCaprio gemacht, den fand ich auch richtig gut. Ja, so, das, mein Geschmack geht wegen so in solche Richtungen vielleicht, wie jetzt gerade der Blood Diamonds oder so, wo man auch noch ein bisschen Natur sieht oder wo vielleicht auch noch ein wenig, das darf auch noch ein wenig einen politischen Background haben oder so, das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, Star Trek, Star Wars, als Teenager gab es ja Raumschiff Enterprise, hat mir auch wahnsinnig gefallen, also diese Serie, ne, Raumschiff Enterprise mit den ganzen da, deswegen, ich möchte nicht sagen, die sind blöd oder langweilig. Einfach für mich, da habe ich vielleicht schon zu viel gesehen in meinem Leben. Deswegen gucke ich weder noch. Nanami, Kaffee oder Tee? Höchst wichtige Frage. Hier mein Getränk, das ich mir für diesen Dreh parat gestellt habe. Wer kann am Schluckgeräusch erkennen, um was es sich handelt? Kaffee oder Tee? Weder noch. Es ist... Das sind meine Standardbecher, wie ich sie immer hier zum Arbeiten dabei habe. Die mische ich mir zu Hause an. Das ist ein Schluck Fruchtsaft. Im Moment ist es Cranberry. Da mache ich ein bisschen Cranberry rein und dann mache ich aus dem Wasserhahn das Ding voll mit Wasser. Und dann trinke ich so einen halben Liter während einer Arbeitsphase, vormittags, nachmittags. Und um ehrlich zu sein, trinke fast kein Kaffee und fast kein Tee. Gab auch mal Zeiten, da habe ich das ganz gern getrunken,
aber die letzten Jahre mache ich mir da gar nicht mehr so viel draus. Ich trinke vielleicht mal einen Espresso oder so. Oder ich mag auch mal einen Tee, so einen Schwarztee mit Milch drin. Oder wenn ich in Sri Lanka bin, in Sri Lanka gibt es ganz tollen Schwarztee und dann mache ich einen Schucker Milch rein. Mag ich ganz gern. Aber ansonsten eher so das Kaltgetränk, Saft mit Wasser, auch nicht zu süß, das liebe ich. Yves Ridley, gleich drei Fragen. Welche Sprachen sprichst du? Wie viel Geld hast du mit YouTube verdient? Bist du Christ? Also witzig, wie man sich so querbeet Fragen ausdenken kann. Frage 1, welche Sprachen sprichst du? Ich kann einigermaßen Englisch von der Schule. Ich habe in der Schule Französisch gelernt. Das brauche ich ab und zu wieder in Afrika, ne? Togo, Benin, Elfenbeinküste, spricht man Französisch. Da habe ich das wieder ausgekramt, mein altes Französisch, und klein wenig verbessert. Komme so einigermaßen klar damit. Dann habe ich mal Spanisch in der Abendschule gelernt, wenn ich Südamerika oder Lateinamerika bin, damit ich mich da verständigen kann. Das funktioniert auch einigermaßen mit dem Spanisch. Im Moment lerne ich Italienisch, deswegen just for fun oder eher wegen so für Urlaub, beziehungsweise Italienisch, Spanisch, Französisch ist ja relativ nah beieinander. Deswegen habe ich den Eindruck, dass das Italienisch gar nicht so schwer ist. Das war es eigentlich schon, die vier Sachen. Ich konnte mal ein bisschen, wo ich in Ghana war, habe ich Twi, eine der Sprachen oder eigentlich die meistgesprochene Sprache in Ghana ist Twi. Habe ich mal angefangen zu lernen. Etese zum Beispiel heißt, wie geht's dir? Eje ist okay. Aber da habe ich fast alles vergessen, leider. Hintergrund ein bisschen. Man braucht es auf dem Land vielleicht in Ghana, wenn man wirklich aufs Land rausgeht, dann sprechen die manchmal kein Englisch, da braucht man das Tree. Aber mit den Leuten, die ich zu tun hatte, die sprachen alle so gut Englisch, dass ich dann dieses Tree gar nicht gebraucht habe. Dann spricht man doch Englisch und dann war es fast unnötig. Aber schade, war natürlich auch spannend, das zu lernen. Wie viel Geld hast du mit YouTube verdient? Das ist schnell beantwortet, gar nichts. Also diese Filme hier, das sind, glaube ich, 300-400 Euro im Monat, die an Geld kommen von YouTube. Das ist echt ein Witz. Und selbst wenn man Filme hat mit über 100.000 Views oder sowas, oder die ganzen sind ja mittlerweile über 100 Filme. Also YouTube zahlt da sehr bescheiden. Ich glaube, da muss man eben so richtige YouTube-Stars sein mit ein paar Millionen Views. Ich glaube, dann lohnt sich's. Aber so ein kleiner Fisch wie ich bin, da lohnt sich das überhaupt nicht. Und die Filmerei, die wir jetzt hier machen zum Beispiel, die kostet mich ja im Monat. Also ich würde sagen, die Kosten im Monat sind ungefähr das Zehnfache. Also da bin ich im Monat bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro, was mich die Filmerei kostet, schweren Herzens. Und ich bin vielleicht bei 400, 500 Euro, was mir die Filmerei bringt. Also ist für mich zumindest ein schlechtes Geschäft, was dies betrifft. Und letzte Frage, bist du Christ? Ja, bin ich. Habe ich auch schon mal in früheren Folgen, glaube ich, angesprochen. Also ich bin gläubiger Mensch, glaube an Gott, bete auch. So viel dazu. Jetzt wird es doch noch klein wenig persönlicher am Schluss. Wie hoch ist dein Kontostand? Was hast du so in deiner Uhrensammlung? Mein Kontostand, also der ist, jetzt habe ich mein Handy nicht da, kann ich dir sagen, das Geschäftskonto im Moment ist knapp über null. Ich warte auf eine größere Zahlung aus dem Ausland. Da müsste eine größere Überweisung mit also richtig dicker Fisch mit um die 100.000 sogar kommen. Dann ist mein Kontostand wieder einiges besser. Im Moment grupp ich so um die null rum tatsächlich. Hat aber, wie gesagt, mit der Auslandszahlung auch zu tun. Mein privater Kontostand, der ist auch irgendwo um die 1.000, 2.000. Da habe ich auch nie allzu viel Geld drauf. Was ich habe und was ich mache, wenn ich Geld übrig habe, investiere ich das eigentlich. Ich habe ein bisschen in Kryptos investiert und habe vor allem in Aktien investiert. Da halte ich relativ viel davon. Da ist die Dividende, glaube ich, ganz gut in Aktien. Oder wenn ich da rückblickend schaue, hat sich das schon gelohnt die letzten Jahre. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Geld übrig habt, steckt es irgendwie in Aktien rein. Natürlich nicht irgendwie blind in irgendwas, sondern müsst euch da beraten lassen oder in irgendwelche
ETFs oder sowas, ne, dann habt ihr da eine Streuung. Und was man in meinem Fall sehen muss, das ist ja meine Rente. Ne? Ich bin selbstständig, ich zahle in keine Rentenkasse ein. Also meine Aktien sind eigentlich meine Rente. Also von daher hoffen wir mal, dass die nächsten Jahre noch recht weiter hochgehen, damit ich irgendwann auch mal in Rente gehen kann und mein Altersruhestand genießen kann. Und betreffs den Uhren, das hast du gut beobachtet. Ich bin keiner, der wahnsinnig Schmuck trägt. Das habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Ne? Das ist mein Ehering und das ist irgend so ein Lederbändel. Und normal gut habe ich hier noch so einen Ring, so einen Trinity, den ich eigentlich ganz gern mag. Aber sonst habe ich recht wenig Schmuck. Klamottenmäßig bin ich auch eher so der etwas Einfache. Ich gebe keine Hunderte oder gar Tausende Euros für Klamotten aus. Uhren mag ich schon immer recht gern. Das hier ist eine deutsche Meistersinger Automatik. Auch das ist nichts wahnsinnig Teures oder das ist jetzt nichts, wo die ganzen jungen Leute, oh ja, der Rapper letztendlich hat was von Meistersinger gerappt oder so. Ne, die rappen dann eher was von Rolex und Patek Philippe und sowas ist da angesagt. So eine Meistersinger kostet vielleicht gute 1000 Euro. Die habe ich bestimmt schon 20 Jahre lang. Ne? Guck mal, die sieht noch aus wie neu. Also wenn man sich sowas kauft, das hält ja wirklich Jahrzehnte. Und dann habe ich noch 3-4 andere schöne Uhren, auch so in dem Bereich eine Automatik oder vielleicht auch noch ein bisschen teurer oder sowas. Aber nichts ganz Exorbitantes. Ne? Also die Sachen wie Rolex oder Patek liegt über meinem Niveau oder will ich mir auch nicht leisten. Was ich auch obergeil finde, sind die Richard Mille Uhren. Die finde ich schon lange geil. Scheinbar ist das jetzt gerade auch wegen so, oder selbst die kommen jetzt schon in diesen Hip-Hop cool Verbrecher-Ding da rein. Witzigerweise, ich finde die schon seit ein paar Jahren richtig super, aber das ist absolute Oberliga, was Uhren betrifft. Werde ich mir vermutlich leider nie leisten können. Beziehungsweise, falls irgendein ganz extrem reicher Mensch hier zuguckt und Reptil TV ganz super findet und sich überlegt, ach, dem Stefan könnte man mal was zu Weihnachten schenken, bitte eine Richard Mille. Das wäre richtig lässig. Ja, so viel zu meinen Uhren. So viel zu den Frag Stefan Privatfragen. War ein ganz guter Querschnitt drin, denke ich. Danke für eure Beteiligungen als und gerne unten eure Kommentare lassen. Schreibt rein, welche Uhren gefallen euch, welche Haustiere habt ihr, wo soll ich mal filmen gehen, genau, beziehungsweise da sagt du, Stefan, ich wohne ja auch gar nicht so weit weg, komm mal bei mir, film bei mir zu Hause, komme ich gern vorbei. Gebt mir Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Bleibt mir treu.